Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, den wir heute nicht mit einem der schönsten Dinge im Leben starten, nämlich einem kleinen Haul, sondern wir starten ihn mit einem mindestens ebenso schönen Thema in diesem Leben, nämlich leckerem Mittagessen. Ich mache mir Rührei. Ich habe ein bisschen Curry reingemacht und Just Spices Rührei gewürzt. Und dann, das habe ich nämlich vorgestern, weil wir nichts da hatten nach dem Sylt-Wochenende, habe ich geguckt, was haben wir an Resten da. Darauf habe ich was gezaubert, was so lecker ist, dass ich das heute gleich wieder essen werde. Und zwar ist es ein Vollkornwrap und dann ist da Sambal Oleg drüber schon verstrichen und Kräuterremoulade drauf. Und da kommt das Rührei dann rein und dann ist das mein Lunch Burrito. Hätte ich jetzt noch ein bisschen Bacon da, könnte ich den auch noch anbraten, aber habe ich nicht. Vorgestern hatte ich noch eine Paprika da, die schon ziemlich schrumpelig war. Die hatte ich auch angebraten und dann noch mit reingepackt. Das war auch sehr, sehr lecker. Meine Pfanne wird jetzt heiß und ja, ich werde mir das jetzt richtig lecker machen. Und ganz wichtig, immer zwischendurch so ein bisschen schieben. Ich mag das Rührei nämlich sehr gerne saftig. Und dann schließt man immer so ein bisschen Ei mit rein und dann gart das nicht direkt an der Platte durch. Und gleich mache ich jetzt auch den Herd auch schon aus, weil die Resthitze immer schon ausreichend ist, das Ganze noch durchzugaren. So, und quasi fertig, weil jedes Mal, wenn ich jetzt drehe, wird das, was ich drehe, gar und das reicht völlig aus. Aber jetzt brauche ich beide Hände. Falls ihr übrigens noch nie Ei mit Currynote probiert habt, müsst ihr das unbedingt mal machen. Das ist so lecker. Haben wir einen Cracker? Das sieht doch hervorragend aus, nicht wahr? Dann werde ich den jetzt schön zusammenfalten. Ich euch hier hingestellt. Moment. Ja. Der wird jetzt eingefaltet. Einmal so beides in die Mitte. Dann schön alles in die Mitte zusammenquetschen. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich ein Ei weniger. Wie kann das denn so voll sein? Guck mal. Absolut Instagram-tauglich, nicht wahr? Egal, schmeckt auf jeden Fall. Guten Hunger! Das liebe ich ja auch so im Homeoffice, dass ich mir mittags entspannt auch so zwischendurch was machen könnte, was Kleines. Oder auch was Größeres, Besonderes. Oh, so lecker. Auch mit dem Sambal Oleg da drin, diese Schärfen, die das reinbringen. Sambal Oleg hat auch so einen tollen Eigengeschmack. Ich mag das richtig gern. Wir kaufen ihn immer hier im Asia-Supermarkt. Total toll. Yum, yum. So, das war vorzüglich und sehr lecker. Und gehört ja auch zu denjenigen, die, wenn sie warm, also Mittag gegessen haben, dass sie trotzdem noch irgendwas Süßes brauchen. Ich habe jetzt hier mal die Sylter Schokoladenmanufaktur. Das hatten wir ja im Hotel bekommen, Trüffel und Pralinen ohne Alkohol. Ich gehöre zu denjenigen, ich mag keinen Alkohol in Schokolade oder Süßigkeiten. Wenn, dann trinke ich ihn, aber ich esse ihn nicht. Das finde ich etwas merkwürdig. Das Einzige, wo ich das noch mag, ist bei Tiramisu. Aber das ist ja auch Rum-Aroma, mit dem die arbeiten und kein richtiger Alkohol. Haben wir einmal Vollmilch, Zartbitter und Weiß. Ich teste mich da mal durch, ne? Und glaubt man nicht, dass da noch was übrig bleibt, wenn Kevin nachher nach Hause kommt. Die werden jetzt alle, ne?
Post vom Alsterhaus ist immer die beste. Da sind nämlich immer Karten drin mit Gutschein. In dem Fall gibt es einmal so ein Travel-Kit geschenkt, wenn man Produkte im Wert von 85 Euro kauft oder auch wenn man nichts einkauft. Mein sehr beliebtes Clinique 7-Day Scrub Cream. Das ist so ein Gesichtspeeling in so einer kleinen Tube, wobei klein ist gar nicht so klein. Es sind 30 Milliliter, die da drin sind. Das ist die, die ich jetzt auch noch im Schrank stehen hatte. Ich hatte mir das ja auch mal in der großen Größe besorgt und ich benutze es ganz gerne abwechselnd zu meinem von Neutrogena. Also wenn ich mal so ein bisschen was mit Peeling-Effekt haben will, dann benutze ich das total gerne, weil das ist so ein ganz feiner Peeling-Effekt. Falls ihr auch mal was ausprobieren wollt, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen, weil ich habe da jetzt schon die dritte kleine Tube von. Ich bin da mal durch eine Probe drauf aufmerksam geworden und habe es mir dann auch mal nachgekauft. Und danach hatte ich mir die in Miniatur nochmal besorgt, weil ich die ein bisschen praktischer auch so zum Reisen fand. Und ja, cool. Wenn ich das nächste Mal beim Alsterhaus bin, werde ich mir mein Pröbchen auf jeden Fall abholen. Ich habe jetzt die Mittagspause beendet oder beende sie jetzt und werde jetzt wieder weiterarbeiten. Oh Gott, und ich bin diese Woche so müde, ne? Also, das Wochenende, merke ich, steckt mir doch noch so ein bisschen in den Knochen. Aber worüber ich mich jetzt sehr freue, ist toi, toi, toi. Ich habe mir jetzt für Samstag wieder einen Termin im Piercingstudio geben lassen wegen dem Root Piercing. Ich möchte das ja eigentlich endlich gewechselt haben. Aber es heilt auch auf jeden Fall auch immer noch so ein bisschen. Aber bei mir heilen Piercings, das habe ich auch mit den dritten Ohrlöchern gemerkt. Sobald ich Goldschmuck drin hatte, beziehungsweise die sind ja auch nur vergoldet, aber hochwertig vergoldet, und entsprechend ist die äußere Schicht ja Gold, heilt es bei mir viel, viel besser. Deshalb will ich mit ihr mal besprechen, ob es nicht doch sinnvoll wäre, das zu tauschen oder was ich ansonsten da noch machen kann. Jetzt gerade mache ich gar nichts. Ich hatte ja eine Zeit lang da das Wildfleisch, das hatte ich mit dieser Tyrosol-Creme, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich irgendwas gebracht hätte. Und ein Arbeitskollege von mir benutzt Wasserstoffperoxid morgens und abends und noch ein Desinfektionsmittel danach. Ich weiß aber nicht, welches. Und ihr habt mir auf jeden Fall auch sonst zur Pflege generell Prontolint empfohlen. Und ich weiß halt so gerade gar nicht, was ich irgendwie machen soll. Deshalb, ja, gehe ich jetzt einfach Samstag nochmal zu ihr und guck mal, was sie so sagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Stimmbänder haben gerade so eine Vibration irgendwie mit drin. Hört ihr das? Voll witzig. Oh, herrlich. So, auf in die zweite Arbeitshälfte des Tages. Hallo ihr Lieben, heute ist wieder so herrlicher Sonnenschein. Oh Gott, ich genieße das so, so sehr und habe heute zum ersten Mal mein kleines Burberry-Strickjäckchen an mit meinem Scotch and Soda Top und meine Balding-König-Leinen-Boyhose. Und das ist eigentlich eine ganz hervorragende Überleitung, denn ich bin eigentlich niemand, der das gleiche Teil in allen Farben kauft. Aber wie soll ich sagen? Die Hose sitzt einfach so traumhaft schön und ich trage die die ganze Zeit. Ich trage die so viel. Es ist genau der Sitz, den ich für meine Körperform einfach brauche, gut finde. Und ja, deshalb habe ich sie nochmal in einer anderen Farbe bestellt. Damit hätte ich dann 3 von 4 und ich schließe auch nicht aus, dass ich die letzte, die mir dann noch fehlt, vielleicht auch irgendwann noch kaufe. Also die sitzt einfach, gerade wenn ihr so ein bisschen kräftigere Oberschenkel habt, aber das wollt, dass sie trotzdem lockerer sitzt, die Hose ist einfach absolut, absolut genial dafür. Ich habe das schon einmal aufgerissen, aber ich habe es noch nicht geöffnet. Deswegen machen wir mal zusammen. Dafür muss ich euch noch irgendwo abstellen. Was haltet ihr denn von hier? Jetzt steht ihr auf meiner Steinarbeitsplatte auf dem kleinen Sockel. Ein
hoffe, das war nicht zu unangenehm. Und das ist immer so schön verpackt. Oh Gott, ich muss noch ein Foto für Instagram machen. Moment. So. Und was machen wir wieder? Namensschild. Und da haben wir sie. Hä? Jetzt bin ich irritiert. Schon. Das ist so witzig, weil ich weiß, dass eine von euch auch die Leinenhose bestellt hat und stattdessen auch die Schuhwollhose bekommen hat. Und jetzt habe ich die auch bekommen, in schwarz, und die habe ich doch schon. Ich wollte die doch aus schwarzen Leinen haben. 95% Wolle und 5% Elastan. Kein Prozent Leinen. Und ich habe sehr Leinen heute an. Ich dachte nämlich gerade schon, das Material fühlt sich irgendwie ganz anders an. Och nö. Also hätte ich sie noch nicht, wäre das natürlich mega, weil für die Schuhwollhose zahlt man 270 Euro und die Boy Sale hat jetzt 100 gekostet. Also von daher ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, aber ich brauche die doch nicht zweimal. Ja, dann werde ich mal doch mit denen telefonieren, ne? Dann packen wir die mal wieder ein. Ach, das ist jetzt schade. Da habe ich mich doch so gefreut, habe ich mich doch. Ich liebe die so, ne? Die sitzt mich so, ach, so schön locker. Und es war auch die letzte in schwarzen Leinen. Gut. Ich werde das mal klären und recherchieren. So, ihr Lieben, dreimal dürft ihr raten, welches Video ich gerade am Schneiden bin. Ihr habt das wahrscheinlich jetzt auch schon längst auf YouTube gesehen, aber ich schneide gerade in der Tat das lang ersehnte Video zur Review von der Trendy CC. Ja, ich hatte das jetzt so viele Wochen irgendwie von mir hergeschoben, weil das immer etwas ist, wo ich mich auch konzentriere, weil ich dann einmal die Parts habe, worüber ich selber erzählen möchte aus meiner Erfahrung, das ist dann ihr Review. Dann habe ich euch ja auf Instagram gefragt, was ihr so an Fragen noch zur Tasche habt. Das habe ich mir alles aufgeschrieben und ja, es ist irgendwie immer so ein bisschen mit Vorbereitung verbunden. Aber jetzt ist es fertig. Ich schneide das und dann könnt ihr euch daran erfreuen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das unten nochmal. Dann könnt ihr euch das noch anschauen. Und heute ist wieder so ein schöner Tag. Bald ist Wochenende. Und vielleicht kommt meine Mami auch einen Tag vorbei. Dann machen wir uns wieder einen schönen Abend. Ich will mit ihr am Wochenende auf jeden Fall meinen Opa wieder besuchen. Ich habe ja noch den Termin, habe ich das schon erzählt, beim Piercing-Studio, um mir nochmal den Rook angucken zu lassen. Also, damit die Piercerin sich den Rook anguckt. Ich sehe ihn ja jeden Tag. Der ist auf jeden Fall noch nicht durchgeheilt. Und ich frage mich, ob man trotzdem schon Schmuckwechsel machen kann, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es mit Goldschmuck besser heilen kann als mit diesem, was ist das immer? Platin? Nee, nicht Platin. Edelstahl? Das benutzen die ja nicht. Ich glaube, die benutzen noch Edelsteine. Ja, oder sie mir ansonsten irgendwie noch was geben kann, weil ich habe da mal noch dieses Wildfleisch, das ist der Knorpel, der sich da so nach außen drückt. Und ach Mensch, das ist jetzt seit August und ich will jetzt eigentlich vorankommen, aber ich weiß auch, dass ich definitiv mit selbst dran schuld bin, weil ich da doch das eine oder andere Mal so ein bisschen am Rumpulen bin. Nicht gut, nicht gut. Muss eigentlich die Finger von halten. Ja, aber deshalb habe ich gedacht, so, ich mache mir jetzt nochmal den Termin und dann nehme ich das nochmal als Motivation, das Ganze jetzt richtig anzugehen, damit das auch endlich ausheilt.
Und wie ihr sehen könnt, trage ich heute wieder meine neue geliebte Burberry Bluse zusammen mit meiner Baldin-König Hose. Ich bin immer noch so traurig, dass die schwarze Hose falsch geliefert worden ist. Online ist die in L in schwarzem Leinen auch nicht verfügbar gerade. Und der Kundenservice meldet sich irgendwie nicht so richtig zurück. Das finde ich ein bisschen unzufriedenstellend. Ich hatte die einmal auf Instagram angeschrieben. Das ist jetzt, ja, die Nachricht wurde gelesen, aber nicht beantwortet. Und ich kann mir kaum vorstellen, die kriegen ja bestimmt mehrere Nachrichten am Tag, dass die dann einen Überblick behalten, wem sie geantwortet haben und wem nicht. Und da hatte ich auch nur gefragt, was muss ich tun? Also Antwort hätte ich auch sein können, bitte per Kontaktformular melden. Oder ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen schade. Und deshalb habe ich jetzt auch nochmal über das Kontaktformular das gleiche Problem geschildert. Das habe ich gestern Nachmittag gemacht. Gestern Nachmittag, gestern Abend. Ja, und dann werden wir jetzt mal gucken, wann sich mal einer meldet, wie wir das jetzt lösen. Weil ich möchte die schwarze Leinhose natürlich haben. Und die andere habe ich ja schon. Deshalb brauche ich die nicht nochmal. Ja, drückt mir die Daumen, dass wir da eine gute Lösung finden, weil ich lebe in dieser beigen Leinenhose. Ne? Ich liebe die. Ich liebe, liebe, liebe die. Ich trage die so, so viel. Die ist so locker, bequem, gemütlich, schick. Sie ist einfach ein Traum. Und deshalb will ich sie jetzt noch in dem Schwarz haben, damit ich mich auch in Schwarz hier rumlümmeln kann. Ja. So, umgezogen in bequeme Kuschelkleidung. Ich ärgere mich immer noch, dass wir den Kostpullover aus Merino-Wolle in der 40-Grad-Wäsche gewaschen haben. Weil er passt, aber ich merke, dass ich immer ein bisschen am Zibbeln bin, weil das Ärmelchen könnte noch so 2 cm wieder länger sein. Und ach, es ist so ärgerlich. Guck mal, ihr könnt mich da auch sogar im Spiegelchen sehen. Ich wollte euch mal zeigen, was bei uns heute Abend zu essen gibt. Und zwar haben wir, und jetzt besteckt bestimmt alles, einmal Tortellini mit in Sahnesoße. Ich habe Knoblauch noch dran gemacht, Pasta Allrounder, Gewürz von Just Spices. Und dann Tomaten mit Olivenöl im Ofen zubereitet mit Salz. Normalerweise machen wir das ja immer dann mit Frischkäse. Aber alles ausverkauft, kein Frischkäse. Salz. Soll es eigentlich nicht geben, aber kein Frischkäse. Deshalb sind wir umgestiegen auf die Tortellini, weil die mache ich immer mit Sahne. 2 Pakete Sahne und den Rest mache ich mit, fülle ich mit Milch auf, damit da nicht zu viel Fett von der Sahne rankommt. Aber die Tortellini brauchen immer noch ein bisschen mehr Flüssigkeit und das gebe ich dann mit der Milch dazu. Und hast du jetzt auch Hunger? Ja. Und du hast uns einen schönen Film rausgesucht. Ich sollte raten, es geht um irgendwas mit Pillen. Ich kenne ihn schon, Kevin kennt ihn noch nicht. Und irgendwas ist mit Grün. Hast du noch einen Tipp für mich? Es gibt 2 farbige Pillen. Glaube ich, ich kenne ihn ja nicht. Matrix! Du willst Matrix gucken! Aber den ersten alten, ne? Nicht den, der neu rausgekommen ist. Ja, da bin ich aber gespannt. Dann lasse ich nochmal die Rollläden runter, damit wir hier auch schön Dunkelheit haben. Jetzt könnt ihr Kevin sehen. We are watching you. Soll ich uns auch das Kerzchen in der Finklaterne anmachen? Nee? Klar. Männer, die Nüsse essen, haben in der Regel eine bessere Spermienqualität. Männer, die Nüsse essen, haben eine bessere Spermienqualität? In der Regel. In der Regel. Also in der Regel der Frau dann? Nee. Klar, weiß ich dich jetzt. Das ist ja schon wissenschaftlich erwiesen. Also willst du mir damit sagen, du bist höchst potent? Ja, weil du isst ja jeden Tag deine Walnüsse und Cashewnüsse. Krass, ja. Ach Gott, so funktioniert das nicht. Ja. Und macht dich das jetzt froh? Du potenter Mann? Mhm. Ne? Macht dich das unfroh? Nee, ich weiß ja, dass ich eine gute Spermienqualität habe. Ich brauche mich noch weiter steigern. Hammer.
Dann werde ich dich jetzt mal mit gutem Essen versorgen, damit auch deine sonstigen Leistungen nicht schwächeln. Bon Appetit! So, ihr Lieben, Kevin ist gerade im Wohnzimmer dabei, Twitch zu gucken. Und ich höre das sogar durch die Wand durch. Ich habe mich gerade angezogen. Wir gehen jetzt gleich fahren jetzt gleich in die Stadt, Pakete wegbringen, noch ein, zwei Sachen besorgen. Und dann habe ich ja den Termin für mein Rook-Piercing. Und ich glaube nicht, dass sie den wechseln wird. Wenn er einfach noch, ja, nicht so ganz richtig ausgeheilt ist, aber ich will mal wissen, was sie sagt, weil ich habe ja den Eindruck, dass meine dritten Ohrlöcher und auch damals die zweiten viel besser seinerzeit dann weiter geheilt sind, als ich Gold bzw. vergoldete Ohrringe dann drin hatte und nicht mehr Silber oder dieses ursprüngliche Titan. Genau. Outfit habe ich meinen Cosmopullover an, dann habe ich mal wieder diesen Long Blazer, den habe ich jetzt ja schon eine Weile auf eBay Kleinanzeigen, aber bislang hat da keiner zugeschlagen, deshalb habe ich gedacht, dann ziehe ich den nochmal an. Einfach um nochmal zu gucken, wie er mir gefällt. Dann meine Trendy, die am Freitag ihren großen Auftritt in der Review hatte. Und dann schwarze Hose und dann ziehe ich gleich noch meine Sneaker an. Und dabei fällt mir auf, ich habe meine Ringe noch gar nicht. Ohrringe habe ich, aber meine Ringe nicht. Das werden wir jetzt nochmal nachholen. So, wir sind wieder da. Allerdings ist mein Loop nicht getauscht, weil der ist immer noch nicht vernünftig abgeheilt. Aber sie hat mir jetzt nochmal Jodsalbe verschrieben bzw. aufgeschrieben. Die habe ich mir gerade noch in der Apotheke besorgt. Die nehme ich die nächsten 5 Tage und danach noch von Bepanthen Antisept oder so zur weiteren Pflege, damit das jetzt endlich mal abheilt. Und ich zeige euch mal, was wir so eingekauft haben, weil eigentlich wollten wir noch so ein paar kleine Sachen besorgen. Wie sowas wie Butni, Duschcreme, die mag Kevin nämlich immer ganz gern von der Butni Hausmarke. Dann wollte ich unbedingt im Aas wieder so ein paar Marken, wieder so Nudelsuppen besorgen. Das ist immer ganz nett, wenn ich die auf der Arbeit, wenn ich ins Büro muss, zwischendurch irgendwie essen kann, weil sonst habe ich irgendwie immer, also dann habe ich auf jeden Fall schon mal irgendwie was safe. Dann ist Kevin ja immer von Harry dieses traditionelle Brot, oder nicht traditionell, er benutzt eigentlich, oder er isst eigentlich immer Dinkelbrot, war irgendwie schon ausverkauft. Dann holen wir ja immer von Aldi den cremigen Hirtenkäse, der ist in so einer Salzlake und der ist so cremig, der ist so toll, den benutzen wir mittlerweile sogar lieber als den Salakis. Sehr lecker. Den mache ich immer in meine Juwelensalate rein. Deshalb brauche ich davon immer auch Vorrat. Ich muss mir erstmal die Nase ausschnupfen, die läuft. Ja, so Wärme und Kälte. Ne? Hier ist noch Haushaltsgeld, das hatte Kevin noch abgehoben. Dann einmal Frischkäse, um den mal so als Backup zu haben für meine Frischkäsesoßen. Lovely Licorice and Mint Infusion seht ihr regelmäßig in den aufgebrauchten Videos. Und dann haben wir noch ein paar besondere Getränke gekauft. Ich muss sie hier einmal vorsichtig rausholen. Und zwar haben wir ja vor ein paar Wochen unsere Gins alle leer gemacht. Also nicht, weil wir flaschenweise Gin getrunken haben, sondern weil da immer nur noch so Reste drin gewesen sind. Und mussten jetzt unbedingt noch welchen nachholen, aber den kaufen wir halt nicht mal einfach so. Und jetzt habe ich gesagt, so, komm, gib her, wir brauchen jetzt Nachschub, weil jetzt mit so schönes Wetter und irgendwie so ein schönes Erfrischungsgetränk. Und entweder trinken wir dann gerne Kiezmische oder ja auch Gin Tonic. Und ich habe zwei Gins, oder wir haben zwei Gins jetzt gekauft. Einmal den Opia. Den habe ich als Gin noch nie gehabt. Spices of the Orient. Ich finde die Flasche einfach mal mega cool hier mit dem Elefanten. So cool. Wir hatten, oder beziehungsweise ich hatte, als ich letztes Jahr in Ibiza gewesen, auf Ibiza gewesen bin, hatte ich auf dem Rückflug beim Umsteigen in Frankfurt am Duty Free ja so Gin Tonic fertige Flaschen gekauft und das war so lecker gewesen. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie der Gin jetzt ist und mit welchem Tonic man den am besten trinken sollte. Und diesen Gin wollte ich auch immer schon mal austesten. Das ist von
Malfi, der Pink Grapefruit, der Generosa. Gin Rosa oder wie auch immer. Den wollte ich auch schon so lange, weil Pink Grapefruit mag ich sowieso mega gerne. Deshalb bin ich da sehr gespannt drauf. Und ich werde die Gins einmal testen ohne Tonic Water. Und dann habe ich aber als Tonic Water ein Dry Tonic von Schweppes gekauft. Ich mag das Schweppes Indian Tonic überhaupt nicht. Und wenn euch das auch so geht, müsst ihr aber mal das Dry Tonic probieren, weil das ist, das schmeckt nicht so nach diesem, ist das Chinin oder so, was da so mega präsent drin ist in dem anderen. Auf jeden Fall schmeckt das sehr, sehr gut. Und dieses Tonic kann man sehr gut mit Gins verwenden, die ein bisschen süßer sind und wo man die Eigennoten vom Gin auch mehr hervorheben möchte, weil der so ein bisschen milder im Geschmack ist. Deshalb kann ich mir den richtig gut mit dem Pink Grapefruit Gin vorstellen, weil dann die Pink Grapefruit Noten von dem Malfi Gin ganz gut rauskommen. Und bei dem Opir, dadurch, dass der ja auch würzig wahrscheinlich ist, wird das wahrscheinlich das gleiche sein. Wir werden es auf jeden Fall testen. Und Kevin trinkt seine Gins ja sowieso am liebsten mit dem Whiteberry. Ehrlicherweise ist dann auch egal, welcher Gin drin ist. Das schmeckt man eigentlich nicht mehr. Ist auch egal. Und weil ich das auf Sylt jetzt getrunken hatte, da hatte ich nämlich auch das Whiteberry getrunken. Und zwar vermischt mit dem Lillet. Jetzt wusste ich aber nicht, ob es der Lillet Blanc ist oder der Lillet Rosé. Und weil ich beide noch nie so getrunken habe und ich nicht sagen kann, welcher mir besser schmeckt, haben wir einfach beide gekauft. Die waren auch im Verhältnis zu den Gins deutlich günstiger mit 16 Euro pro Flasche. Der Malfi Gin hat 28 gekostet und der Opir 30 oder andersrum. Und hier sind auch, oh guck mal, hier sind auch Rezepte drauf. Ein Part Lillet, zwei Parts Tonic Water und ein bisschen Garnish, also ein bisschen Deko. Und hier auch das gleiche eigentlich. Ja, wir werden uns da mal durchtesten. Und entweder Lillet ist nicht so toll wie Gin, dann kaufen wir wieder Gin nach. Oder aber Lillet ist eine sehr schöne Ergänzung. Ich bin sehr gespannt. Der Lillet hat auf jeden Fall deutlich weniger Prozente als der Gin. Ja, und eine letzte Sache habe ich vergessen. Für heute Abend, für den Filmabend. Mama kommt hier gleich vorbei. Und vielleicht fahren wir dann noch irgendwo hin essen gehen oder wir bestellen uns was. Mal gucken. Auf jeden Fall wollen wir heute Abend einen Film zusammenschauen. Und dann habe ich gedacht, machen wir uns ein paar schöne Getränke. Dann packe ich wieder unsere Eiswürfel in unsere schönen Eiswürfelbehälter von Fink, den wir jetzt neu haben. Und haben dann noch ein paar nette Leckereien. Und dann probieren wir uns mal durch die Gins und die Lillets dieser Welt. Ja, so, jetzt kommt das erstmal alles in den Kühlschrank. Möchtest du dir das auch noch was essen? Oh ja, ich habe auch Hunger. Ich auch. Wir haben ja keine Milch mehr nachgekauft. Müssen wir mal Anfang der Woche gucken. Aber wie du denn das jetzt warm machen? Ja, von mir auch. Tomate ist aber nicht da. Nee, die Tomaten haben wir aufgegessen. Hast du noch irgendwas rein? Bisschen Wasser oder so? Nee, nicht auf dem Herd, wir machen in der Mikrowelle. Bisschen viel? Oh nee, das darf nicht in die Mikrowelle, um Gottes Willen, dann haben wir Funken, wir brauchen einen Keller. Metall darf nicht in die Mikrowelle. Nur dieses Ding, ich glaube, weil das aus irgendwas anderem. Was für Teller möchtest du denn? Ein Schiefer-Teller. Ich pack aber auch einen Aufschnitt auf den Tisch. Ja, die Brötchen kann man dazu lassen. Jetzt haben wir gerade die Flaschen leer, jetzt stehen ja wieder neue. Ja, super, ne? Nee. Ach so, weil das da jetzt voll steht, meinst du? So, ich muss hier mal kurz die Tür schließen, denn Kevin pustet gerade das Bett
die aufblasbare Luftmatratze für Mama auf. Und ich bin dabei, unsere Drinks vorzubereiten. Habe hier schon mal alles aufgebaut. Die habe ich mal von meiner besten Freundin geschenkt bekommen. Das sind so Moskauer Mühlbecher. Und ich finde es beim Super manchmal ganz praktisch, wenn man da nicht so ein hohes Glas stehen hat, wo man so gegen ditcht, so vom Schwerpunkt her, weil diese Ballongläser, die wir haben, die kippen oder die drohen leicht umzukippen. Da haben die ein bisschen, das haben die ein bisschen besser, weil der Schwerpunkt ja unten ist, wenn die Flüssigkeit drin ist und nicht oben. Und dann werden wir hier gleich den Malfi Gin und den Opir Gin testen. Und Lillet. Und dazu haben wir das Dry Tonic und das Wildberry. Und hier sind bereits die Eiswürfel. Der hält echt richtig gut die Eiswürfel kalt. Von daher kann ich jetzt warten, bis die anderen kommen. Und dann geht's los. Guten Abend, ihr Lieben. Ich habe gerade den Juwelensalat vorbereitet. Den werden wir gleich noch essen. Habe nämlich so großen Hunger. Und dann habe ich für morgen Mittag was. Und es gibt wieder Lillet mit Whiteberry. Wir haben ja gestern Gin Tonics getrunken und Kevin sagte, wir haben doch noch jetzt so viel vom Whiteberry offen. Und deshalb habe ich einmal ein Lillet Blanc und einmal einen Lillet Rosé Whiteberry gemixt. Und jetzt werden wir gleich mal gucken, ob wir einen Unterschied schmecken, welcher besser schmeckt. Denn auf der Flasche steht, dass der Lillet innerhalb von 4 Wochen aufgebraucht werden muss und im Kühlschrank gelagert werden muss. Habt ihr da schon Erfahrungen? Dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob der sich auch länger hält, weil ich bin beim Kauf noch davon ausgegangen, dass der sich ein bisschen länger hält. Ich habe vorhin noch meinen Opa mit meiner Mama besucht und wir haben so ein bisschen kuscheligen Nachmittag gemacht, weil wir haben, ich glaube, Greyhound hieß der Film, der Kriegsfilm, wo Thomas Hanks mitspielt und wo der Kapitän auf so einem Kriegsschiff ist und wo die von U-Booten angegriffen werden. War ganz cool auf jeden Fall. Und dann haben wir noch angefangen, Matrix 2 zu gucken und sind dabei aber so ein bisschen eingedöst. Deshalb werden wir jetzt gleich das Ende gucken. Kevin hat zwar schon gesagt, dass Matrix wohl nicht so seins ist. Beim ersten Film sagt er aber, das ist eigentlich ganz okay, ganz gut. Wir werden noch mal gucken, wie das mit ihm weitergeht. Vielleicht war er vorhin ja auch müde. Ich werde jetzt die Drinks servieren und dann werden wir schön den Salat essen. Yum, yum. Überhaupt nicht gestellt für euch. So sieht übrigens der Salat aus. Gleich glitscht mir das Handy in den Salat. Und? Schmeckt ein bisschen wie Sangria. Wie Sangria? Ja. Oder der Rosé auf jeden Fall. Willst du mal den Blauen probieren? Schmeckt gleich. Das soll sagen, Lea, ich baue einen Strohhalm. Jetzt ein Strohhalm? Ja, aber so lang. Ich kann ja so mehrere aneinander schieben, anders machen die das da, glaube ich, auch nicht. Mhm. Guten Appetit! Guten Appetit. Mhm. Oh. Guten Morgen, ihr Lieben. Das Wochenende ist vorbei und wir waren gestern ganz, ganz faul und haben ganz viel fern geguckt. Und ich habe ganz viel auf West Wing Now bei Fink und bei LeBaron nach Möbeln geguckt, weil jetzt, wo das Sofa abgeholt worden ist, was hier noch die ganze Zeit gestanden hat, was ich in der alten Wohnung hatte oder was wir in der alten Wohnung hatten, es platzt da, sich mal Gedanken zu machen, wie man das Zimmer hier füllen könnte. Weil wenn ich mal lauter spreche, merkt ihr, dass es hier ganz schön am Hallen ist. Und ich habe da schon so ein, zwei Ideen. Und genau, hatte deshalb mal so ein bisschen geguckt. Insbesondere meine ich da die Ecke. Hier stehen jetzt immer unsere Sportsachen. Das ist mir aber auch ein bisschen zu unordentlich. Das möchte ich eigentlich weg haben, wobei ich nicht weiß, wo wir mit der langen Handelstange hin sollen. Aber ich hatte überlegt, ob man da nicht irgendwie einen kleinen Stuhl hinsetzt, da zwei riesige Bilder ganz schlicht neutral an die Wand, vielleicht auch den Paravent hier noch irgendwie ein bisschen davor. Ja, vielleicht, um hier dann auch vorzufilmen mit Outfit-Videos. Und
das steht ja sowieso jetzt schon auf der anderen Seite. Und so gut sie im Winter sind, stehen sie mir momentan eigentlich nur im Weg rum. Und oh, man kann sie aber auch nicht besser verstauen. Ja, das sind so die Themen, mit denen ich mich am gestrigen Tag beschäftigt habe. Und dann bin ich gerade dabei, die Turnschuhe zu waschen. Und ich habe das Gefühl, das klingt nicht so gut in der Trommel. Ich habe extra noch das Spannbettlaken mit reingemacht und es sind 4 Turnschuhe drin. Aber ich glaube, das ist nicht so gut für die Trommel, wenn das am Schleudern ist. Also beim nächsten Mal muss da unbedingt wieder mehr rein. Ich werde mir jetzt noch einen Tee kochen und mich dann an die Arbeit machen. Und ich habe eine neue Empfehlung für euch. Kevin wollte nämlich neben dem Kappa, den er ja jetzt immer getrunken hat, wollte er mal was Neues für den Sommer. Und deshalb haben wir uns die spanische Orange von Lidl mitgenommen. Die gibt es, glaube ich, auch von Messmer. Aber wir waren bei Lidl und dann hatten die da. Und die schmeckt so gut, richtig schön frisch. Also wenn ihr sowas Fruchtiges mögt, ist es echt lecker. Da drin ist enthalten Äpfel, Hibiskus, süße Brombeerblätter, Aromatyp Orange, Aromatyp Pfirsich und auch irgendwie ein ganz kleines bisschen Pfirsichgranulat. Ja, also schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Ich werde mir jetzt Wasser aufsetzen und den Tee dann kochen. Ich habe vorhin schon meinen grünen Tee getrunken. Heute bin ich auch wieder Lady in Red. So. Mein Hanteltraining habe ich auch schon hinter mir. Ich habe geduscht, Wäsche schon abgehangen und zusammengelegt und in den Schrank gepackt. So liebe ich mir einen Montagmorgen, der schon sehr produktiv gestartet ist. Für mich geht es heute nach Marrakesch, in die Sonne, zu den Gewürzen, auf den Markt, ganz viel Couscous und Tagine. Wo ich denn meine Untersätze hin? Guckt mal, ihr Lieben, ich habe wieder Gnocchi-Auflauf vorbereitet. Der zieht jetzt richtig schön durch, dann haben wir nachher richtig leckeres Abendessen. Oben auf ist so eine Parmesanschicht und unten drunter die Gnocchi mit der Sauce Hollandaise, Sambal Oleg und Zucchini, Zwiebel und Paprika klein geschreddert gemischt und ein bisschen Salz und Pfeffer. Einer meiner absoluten Lieblingsaufläufe, den ich mal auf einer Tupper-Party kennengelernt habe. Ich esse den so gerne und da ist irgendwie eine gute Mischung aus. Ich esse Gemüse und er schmeckt trotzdem mega lecker und ach ja, irgendwie waren die letzten Tage wieder ein bisschen anstrengend, also nicht das Wochenende, aber so die Tage für sich so. Und diese Woche wird auch nochmal anstrengend, aber ja, deshalb glaube ich, werde ich diesen Vlog hier beenden, damit ich das Ganze noch stressfrei für euch schneiden kann. Woran ich mich zumindest jeden Tag erfreuen kann, ist das tolle Wetter. Ich fühle mich schon wie die Wetterfee. Ich glaube, ich erwähne das permanent in den Videos, wie schön es ist, wenn wir Sonnenschein haben. Aber das ist in Hamburg halt keine Selbstverständlichkeit. Ja, von daher, ich werde mich an der Stelle jetzt einmal von euch verabschieden. Wir sehen uns hoffentlich Freitag. Ich hoffe, ich schaffe es zu Freitag, ein Video für euch zu filmen und fertigzustellen. Bin da aber noch zuversichtlich. Aber falls nicht, verzeiht es mir und erfreut euch vielleicht einfach doppelt an diesem hier. Und dann macht's gut, ihr Lieben, habt eine tolle Woche und bis bald. Muah.